Als nächste Rednerin hat im Namen der Fraktion der Grünen für eine Minute Frau Schröter das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Die von der Kommission vorgeschlagenen Risk-Sharing-Instrumente werden von uns Grünen begrüßt. Finanztechnisch lehnt sich dieser Vorschlag an den grünen Vorschlag für die Project-Bonds an. Investitionen in die Realwirtschaft sind aus unserer Sicht auch der sichere Weg aus der Krise in Griechenland. Wir hätten gern einem solchen Finanzinstrument zugestimmt. Doch so, wie die Änderungen in der Verordnung vorgenommen werden, garantieren sie in keinem Fall, dass diese Investitionen auch einen Qualitätsanspruch haben. Sowohl nicht in nachhaltige Entwicklung, als auch, dass sie für stabile Arbeitsplätze sorgen. Letztendlich laufen die Veränderungen in der Verordnung darauf hinaus, dass einfach die vorhandenen Autobahnen weitergebaut werden. Wir wollen, dass solche falschen Planungen jetzt überdacht werden und dass die Investitionen, deren Risiko alle Bürgerinnen und Bürger tragen, wirklich zukunftsfähige Investitionen sind. Und deswegen können wir diesem Vorschlag so nicht zustimmen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächster hat im Namen der ECR-Fraktion für eine Minute Herr Flasak das Wort. Bitte sehr. Dámy a pánové, diskutujeme dnes opatření, kterým se Evropská komise snaží řešit dopady vysokého zadlužení některých členských států, ve kterých jsou problémy s likviditou a de facto